Irgendwas? Sind wir? Du wirst sterben. Jeder kämpft gegen das Ende. Vom Moment der Geburt an. Wenn du Erkenntnis suchst, kehre dorthin, von wo du gekommen bist. Ein Schloss? Liegt dort die Wahrheit? Ja, so einfach mal so mittendrin einfach mal ein Schloss. Es juckt halt einfach nicht. So, Stunde aufgenommen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel haben wir denn gemacht? 12, ne? 12, 13, 14, 15? 4 Kapitel mit einer Stunde. Ist okay. Ich glaube, Kapitel 11 haben wir abgeschlossen gehabt. Genau, Kapitel 12 haben wir gemacht. Oh, Cutscene. Was ist passiert? Diese Welt ist ein Traum. Shaneas Traum. Du bist, wie alles darin, nur ein Produkt ihrer Vorstellungskraft. Sei still! Hast du mich hypnotisiert? Was ist, was hast du mir ins, 1, 2, 3. Was hast du mir ins Wasser gemischt? Während Shaneas schläft, werde ich die Träumerin und die Welt, die sie hervorbringt, schützen. Du redest, als wäre Shanea jemand anderes. Und wer sollst du sein? Eine weitere Schöpferin? Ich bin der Traumwächter. Ich halte Shanea fest verankert zwischen Traum und Realität. Das ist verrückt. Ich glaube, du übertriffst sogar noch Garde. Du hast gelernt, mit deinem geistigen Auge zu sehen. Du kannst den Eingang zur Arche finden. Und gemeinsam mit Raven kannst du die Kinder retten. Öffne deinen Geist und sieh. Warte, ich sehe etwas. Was du siehst, war immer da. Doch nun hat sich dein Geist geöffnet, um es zu sehen. Shifter, du hast eine Bestimmung, eine Kraft, die dir verliehen wurde, um den Traum zu beschützen. Was? Cat, habe ich geschlafen? In meinem Traum sagte jemand, du sollst zur Arche gehen. Okay. Ich traf eine weitere Schöpferin. Sie schlief in Shanea. Erst Garde, dann Shanea. Ich traf ständig auf Leute, die behaupten, Welten erschaffen zu haben. Ich konnte Wahrheit und Dichtung nicht voneinander trennen. Doch ich wusste, dass man mir eine ganz bestimmte Macht verliehen hatte. So. Ich muss Shanea zurück zu den anderen bringen. Speicherung läuft. Ich muss ganz kurz mal gucken, ob das denn die nächste ist. Kinder der Vergangenheit. Okay. Das ist das nächste. Ich mache eine ganz kurze Pause. Ich muss nämlich dringend auf Klo. Und dann machen wir hier mit Episode 16 weiter. Und ich werde definitiv die Episoden so weit durchziehen, dass sie, bis ich oben drauf bin. Das heißt, ich denke mal Episoden 16, 17, vielleicht noch 18. Und dann haben wir beim nächsten Mal nur noch drei Dinge. Und dann sind wir auf jeden Fall durch. So, ich bin ganz kurz weg. Gleich wieder da. Kurz mal auf Klo. Also, bis gleich. So, Leute, da bin ich wieder. Und ich würde sagen, wir machen mit Episode 16 weiter. Kinder der Vergangenheit. Ich musste Shanea zurück ins Dorf bringen und zur Arche gehen, wo Raven sich aufhalten sollte. Die neue Kraft, die in mir erwacht war, würde uns nach Hexwell zurückbringen. So, na gut, die ist direkt vor uns, ne? Ups. Jawohl, Mission Beginn. Das heißt, wir sind eigentlich relativ gut durchgekommen heute. Shanea, wie bist du bloß bis hierher gekommen? War es die Schöpferin, die Kraft des Traumwächters? Was? Schöpferin? Traumwächter? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest, Cat. Ich wache einfach manchmal an komischen Orten auf. Schon gut. Wir sollten zu den anderen zurückgehen. Ich nehme dich mit zur Arche. Das wäre toll. Danke, Cat. So. Stasisfeld. Achso, und ich habe, bevor ich angefangen habe gerade, euch zurückzuholen, habe ich hier nochmal unsere Erholungskraft auf Stufe 5 erhöht. Weil wir da gerade wissen, was hatten. So. Dann ist die Arche. Das heißt, wir machen ganz kurz einen Abstecher. Das kann ich mir nicht ergehen lassen. Das hier hinten auf jeden Fall. So. Weil das sind nochmal. Ist nochmal ein echt guter Schub. Was uns die Dingens gibt. Okay. Wir fliegen da so oder so hin in der richtigen Richtung. Das heißt, wir werden hier nochmal ein bisschen was mitnehmen. Es ist halt so krank, ne?
Zack. Ganz kurz mal zwischenlanden. Und das Ding jetzt mal aufnehmen. Aufsammeln. Die lassen wir mal. Ich hab's hier noch gerade da oben. Das oben nehmen wir da auch nochmal mit. Wie gesagt, das ist halt alles schon mal Vorbereitung auf für das weitere Game. Aber wir sind jetzt in Episode. Was war das jetzt? 16. Dickes Fell. Genau, dickes Fell hatten wir abgeschlossen. Das heißt, wir haben 1, 2, 3, 4, 5 Dinge dann abgeschlossen. Was halt wirklich, wirklich gut ist. Innerhalb von einer Stunde haben wir 5 Stück abgeschlossen. Zack, zack, zack. Ach, da. Und wupp, da sind wir auch schon. Schau näher, kannst du die anderen holen? Ich warte bei der Arche auf dich. Klar, ich bringe sie zu dir. Weißt du, ich habe von der Arche geträumt. Sie ist geflogen. Ich werde einen Weg finden, den Traum wahrzumachen. Dann können wir alle zusammen hier weg. Jetzt kriegen wir einen Schluck auf. Das heißt, das ist jetzt ja Episode 5, die wir jetzt abschließen. Das heißt, pro Episode eigentlich mit den 20 Minuten kommen wir halt wirklich krass gut hin. Was halt wirklich gut ist. Das heißt, wir werden das Game wahrscheinlich doch in 6 Stunden durchkriegen, was halt wirklich, wirklich gut, wirklich, echt, wirklich positiv ist. Für mich. Sie sucht halt den Eingang. Aber nur wir wissen den, beziehungsweise können den nur sehen. Raven, wir müssen alle auf die Arche bringen. Und wie sollen wir das machen? Ich habe alles abgesucht. Ich kann den Antrieb nicht finden. Ich finde nicht mal eine Tür. Keine Sorge, ich kann sie sehen. Was? Chicken! Chicken! Die Tür war die ganze Zeit über da. Ich musste nur zulassen, dass ich sie sehen kann. Los, bringen wir alle nach Hause. Woher der Sinneswandel? Cat, ich habe die Kinder hergebracht. Hey, da ist eine Tür. Schnell, geht hinein. Wird die Arche uns nach Hause bringen? Die Kinder glauben an dich. Du solltest ihnen keine falschen Hoffnungen machen. Vertraut mir, wir bringen euch alle heim. Nicht wahr, Raven? Genau. Kinder der Vergangenheit, Episode 16. Children of the Past. Ich glaube, ich kann Nushi erledigen. Ich sehe jetzt seine Schwachstellen. Gut, ich überlasse ihn dir. Ich kümmere mich um die Arche. In Ordnung, Raven. Die Arche gehört dir. Besiege Nushi. Die alte Mumulein. Oh, auf geht's. Komm her, du Sau. Jetzt ist nochmal Revanche-Time hier. So. Und zwar können wir jetzt die ganzen Dinge auch hier hinten sehen. die ganzen Dinge halt sehen. Was wir halt vorher nicht konnten. Ach, wisst was? Machen wir mal so. Komm, das reicht noch. Schade, hat nicht leider nicht ganz gereicht. Nee, komm. Wir kümmern uns um Nushi. Das dauert schon wahrscheinlich lang genug, den Typen zu kaputt zu machen. So, das Ding ist auch kaputt, sehr schön. Oh, wir müssen zwischenlanden. Wir müssen zwischenlanden. Wir landen da mal zwischen. Nicht, weil da unter anderem... Ja gut, war... Ne? Hier sind zwar die Dingens, die man hier einfach mal so mitnehmen kann. Einfach mal mitschlunabulieren. Aber wir brauchen halt unseren Gravi-Gedönseldöns. Nenushi ist ein bisschen... Ja... Ist halt ein bisschen blöde, weil der halt teilweise so komisch umher schwebt und eiert und alles drum und dran. Wir haben unseren
Dingens da wieder. Und zack. Und da haben wir ihn auch. Zack. So, den haben wir auch. Na komm, 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 komm. Schon hier eine Mail. Nächster Streamer, der live geht. Zack. Zack. Nein. Ich muss einmal... Oh, oh. Ich sehe was, was ihr nicht seht. Und zwar ist das meine Energieleiste, die mir gerade am Abkacken ist. Das heißt, wir müssen uns ganz kurz mal den Nushi mal aus den Gedanken hauen und ganz kurz mal Energie sammeln. Denn haben wir noch ein bisschen Energie. Wir müssen jetzt unbedingt erstmal ein bisschen Energie tanken. Dabei können wir halt die ganzen Dinge hier mal mitnehmen. Wie gesagt, Schaden ist es, zum Schaden ist es ja nicht. Das heißt, wir können uns so bald dann ein bisschen aufleveln. Den Einzelnen nehmen wir nochmal mit. Der Nushi ist... Ah, da. Wir holen uns erst noch drüben die Energie. Das wird noch ein bisschen voller. Ich könnte natürlich jetzt auch meine Energie nochmal upgraden. Das heißt, ich würde dann wieder volle Energie machen. Das werde ich aber erst demnächst wieder machen. Zack. Wir müssten eigentlich noch genug Lebensenergie hier haben. Also Lebenskristalle. Oder Lebensjuwel oder keine Ahnung, wie ihr das nennen möchtet. So, ich weiß nicht, ob das... Okay. Ich wollte nur gucken, ob das wirklich der letzte ist. Dann mache ich nämlich den hier. Und hau den halt damit relativ gut ein paar rein. Oh, nimm den. Das Ding kommt mir eigentlich echt gelegen gerade. Okay. Na, okay. Wir müssen einmal nochmal ein bisschen abdrehen. Sonst wird da nichts. Weil ich würde den wirklich ganz gerne im First Try machen. Weil wie ihr seht, der ist schon ein bisschen eklig. Aber irgendwann gehen mir halt auch die ganzen Lebensdinger hier flöten. Aber ich habe ja immer noch die Möglichkeit, durch die ganzen Lebenskristalle. Die ganzen Energiegedönselöns hier. Was wir gerade einsammeln. Oder eingesammelt haben. Meine Energie nochmal zu steigern, was halt, wie ich gerade schon gesagt habe, mein Dingens erhöht. Ja, der fliegt aber auch schon wieder, Mann. Es geht nicht anders. Das ist natürlich jetzt doof, dass Cat jetzt so eine Scheiße macht. Ja, gut. So, das ist das Gute an der Erholzeit. Darum will ich eigentlich auch die Erholzeit noch ein bisschen skillen. Da hätte ich jetzt den Ding jetzt gebraucht. Fuck it, Mann. So. Jetzt müssen wir halt bloß kurz warten, bis das Scheiß-Ding da wieder ist. Und dann haben wir den Nushi auch wieder durch. Oder den Nushi, oder keine Ahnung, wie man den jetzt original aussprechen soll. Ja, wir treten mal kurz mal ein bisschen in den Rückzug ein und verziehen uns nach oben.